Guten Abend, Dominik Itzeski von CapTrader. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer traditionellen Reihe mit Gilbert Kreuztaler über den Agena Trader. Heute diskretionäres Trading. Ich hoffe, Sie hören mich alle gut. So, guten Abend, schreibt einer. Ja, scheint gut zu sein. Ja, es hören mich wohl die Kollegen und die Teilnehmer. Ja, super. Alles klar, dann werde ich gleich an den Herrn Kreuztaler übergeben. Aber wir sind wieder reichlich besucht. Die 40er-Linie haben wir wieder überschritten. Vielleicht kommen ein paar Nachzügler. So, Gilbert, dann überreiche ich das Mikrofon an dich. So, wo bist du denn? Hallo Dominik, ich kann dich schon So, hören. jetzt bist du Ja, ich mit glaube, deinem auf deiner Seite, wir Bildschirm. hatten das letzte Mal auch schon. Ich glaube, du musst auch zum Screensharen anfangen, weil sonst sieht man am Anfang nichts. Ist der Bildschirm schwarz? Aber ich übernehme jetzt. Nee, ich habe schon übergeben an dich. Ja, Oh, genau. perfekt. Ja, ich sehe deinen Ja, Bildschirm. Alles klar, jetzt siehst du super. meine. Okay, dann schalte Gut. ich mich mal stumm. Dominik, vielen Dank für die Anmoderation. Vielen Dank wiederum, mir die Möglichkeit zu bieten, ein bisschen in den Agena Trader mit Cap Trader zusammen einzutauchen. Ich möchte alle recht herzlich, Teilnehmer recht herzlich begrüßen. Heutiges Thema. Mein Name ist Gilbert Kreuztaler, CEO von Agena Trader. Und ja, eigentlich auch der Schaffer oder der Hersteller. Mehr oder weniger mit vielen Leuten in meiner Firma, die auch am Agena Trader arbeiten. Und das heutige Thema, und das passt auch sehr gut zu Cap Trader, wir haben dort ja sehr viele Mercury-Versionen am Laufen. Sehr viele Cap Trader-Kunden verwenden die Mercury-Version. Die Mercury-Version ist ja die vereinfachte, abgeschlankte Agena Trader, wo man halt sehr gut das diskretionäre Trading umsetzen kann, vergleichbar mit ähnlichen Plattformen, die es am Markt halt gibt. Und heute mal kein Thema rund um Andromeda, sondern reines Mercury, alles rund um das diskretionäre Chart Trading. Welche Möglichkeiten bietet der Agena Trader in Bezug auf Chart Trading? So, ich mache mal die Listen auf, die ich benötige, damit ich auch Fragen sehe, falls Fragen reinkommen. Wie gesagt, ich werde wie immer die Fragen so beantworten, dass wenn ich eine aktuelle spannende Frage sehe, die ich dann versuche gleich zu beantworten, ansonsten gehe ich dann im Nachgang auf die Fragen ein. Gut. Okay, dann fangen wir an. Welche Themen haben wir heute? Zuerst werden wir uns mal den Order Manager anschauen. Einfach kurz erklärt, was der Order Manager ist, welche Basisfunktionalitäten das er hat. Dort kann man ja sehr gut erkennen, was habe ich im Agena Trader an Orders am Laufen. Ist ja oft dadurch, dass wir die Möglichkeit bieten, mit so vielen verschiedenen Instrumenten gleichzeitig zu arbeiten, muss man natürlich vorsichtig sein, dass man nicht irgendwelche Orders übersieht. Und da bietet der Order Manager sehr gute Hilfe, damit ich weiß, wo habe ich welche Orders am Laufen. Danach Order Standardgrößen nur mal kurz zu erklären, wie man dann die Standard Order Größen im diskretionären Trading sich einstellen kann, damit man auch sieht, welche Ordergrößen überhaupt reden, beziehungsweise welche automatisch eingestellt werden. Und dann der nächste Punkt werden sein die Orderarten. Da gibt es ja die unterschiedlichen, die Market Order, die Stop Order, die Limit Order und die Stop Limit Order, die der Agena Trader ja unterstützt. Dann haben wir die Ordertypen. Das ist zu unterscheiden von den Orderarten. Und zwar gibt es da die direkten Orders und die synthetischen Orders. Das werde ich Ihnen danach auch noch kurz zeigen, wie das funktioniert. Orderverknüpfungen. Das heißt, dort unterstützen wir die OCU-Order, die If-Done-Order und die ORO-Order. Das zeige ich Ihnen dann. Das heißt, OCO heißt One Cancels the Other. Die If-Done ist dann die Orderart, die, wenn eine ausgeführt wird, auch gleich eine weitere dann in den Markt gestellt wird, beziehungsweise aktiviert wird. Die ORO-Order ist die One Reduces the Other. Das heißt, hier kann man dann Ordertypen oder Ordergrößen dann reduzieren, wenn eine ausgeführt wird.
Dann die Order-Verknüpfungen in Bezug auf die Preis-Alerts. Das ist auch eine relativ spannende Sache, die wir im Agina Trader anbieten. Order-Vorlagen. Wie speichert man, wenn ich bestimmte Orders immer wieder einstellen möchte, immer wieder in ähnlicher Form einstellen möchte? Wie kann ich mir komplexere Order-Verknüpfungen mit abspeichern? Und dann, welche Order-Bets haben wir im Agina Trader? Dort gehen wir auf das Standard-Trading-Bet ein, dann den DOM, den Quick-Trader werde ich kurz herzeigen. Zeigen und das, den Order Manager dann, dass man dort auch noch eingeben kann, Orders eingeben kann. So, ich springe mal rüber. Ja, die Ansicht ist ja den meisten Usern hier wahrscheinlich bekannt. Wir befinden uns hier in einer Listchart-Gruppe in den verschiedenen Futures, haben hier eine ansehnliche Liste. Das sind jetzt hier von Taiwan. Die Futures, die bei mir unterstützt werden, kommen natürlich darauf an, welche Märkte man bucht. Wir befinden uns natürlich hier auf einem Simulationskonto, weil wir auf gut Glück in der Gegend herumschießen und hier kein Live-Trading veranstalten, sondern hier rein nur auf, ja, herzeigen, wie die Plattform funktioniert. Gut, kommen wir zum Order Manager. Der Order Manager ist ja eigentlich im Standard Workspace auch drinnen. Und da sieht man sehr viel an Informationen, wenn ich eine Order einstelle. Ich stelle mal eine Stop-Order ein. Die ist am unkompliziertesten. Und so sieht man mal von den Orders, um welche Order es sich grundsätzlich handelt. Das heißt, ich habe hier im FDAX für das Symbol FDAX eine Order eingestellt. Hier sieht man, wann sie erstellt worden ist. Hier sieht man aber auch, wann sie verändert worden ist das letzte Mal. Das heißt, wenn ich die Order wegziehe, dann sieht man, hat sich jetzt hier die Sekunden verändert, beziehungsweise hier auch die Minute. Das heißt, man sieht hier, wann ist die Order erstellt worden. Man sieht hier, wann ist die Order das letzte Mal verändert worden. Man sieht hier auch den Ordernamen. Das heißt, das ist eine manuelle Order, die auch diskretionär eingestellt worden ist. Würde man über Agina Trader Plus handeln, so würde man hier drinnen dann den Ordernamen sehen, den ich vergeben habe. Machen wir heute aber nicht. Was ist es? Es ist eine Stop-Order. Stop-Order funktioniert so, das heißt, die wird dann getriggert, wenn der Preis hier denn diese Order erreicht. Und zwar ist es immer, der Trigger ist in dem Fall das Ask. Das heißt, hier muss das Ask denn die Order erreichen, um hier getriggert zu werden. Das heißt, es könnte das Bit bereits drüber laufen, aber wenn das Ask hier dann die Order erreicht, dann wird sie wirklich scharf geschalten oder wird sie an den Broker übermittelt. Das ist im direkten Mode, dazu komme ich dann später noch. Was bedeutet das genau? Wir sehen hier den Status, das heißt, das ist Pending Submit. Und zwar Pending Submit heißt das, dass die Order noch nicht an den Broker übermittelt worden ist. Das sieht man auch im Agina Trader, wenn die Order hier weiß ist, dann ist die Order nur lokal da und wird auch nicht ausgeführt, auch wenn sie der Markt erreicht. Drum, ich zieh die mal runter und man sieht, es passiert hier nichts. Das heißt, das ist eine Order, die im Vorschlagsmodus sich befindet. Das ist auch eine Eigenheit auch des Agina Traders, dass wir Orders in den Vorschlagsmodus stellen können, damit man sie jederzeit später ausführen kann. Das heißt, wenn ich eine Order reinstelle, ist sie nicht sofort beim Broker, sondern ich sehe sie vorher mal und kann die dann mehr oder weniger an den Broker rüberschicken, wann immer ich glaube. Oder sie wird über eine Order-Verknüpfung dann auch ausgeführt oder aktiviert, sagen wir so. Hier sieht man, ist es eine Buy- oder eine Sell-Order. Die Buy-Order sind immer grün, die Sell-Order sind rot. Man sieht hier die Ordergröße. Das heißt, wir haben hier einen Kontrakt, einen FDAX-Kontrakt im Markt. Hier würde drinnen stehen, wenn diese Order geschlossen worden ist. Das kann ja sein, dass ich, wenn ich zum Beispiel jetzt
dass es auch Partial Fills gibt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel von einer Aktie 100 Aktien handle und es können nicht alle 100 Aktien vom Markt gefüllt werden, aus welchem Grund auch immer, dann würde ich hier drinnen sehen, wie viele gefüllt sind. Zum Beispiel, ich habe hier eine Quantity von 100. Ich habe hier zum Beispiel 50 in Quantity Closed. Dann würden noch 50 offen sein. Und sobald hier Quantity Closed auch auf 100 ist, dann ist die ganze Order mehr oder weniger erfüllt und ist durchgeführt. Man sieht hier den Preis, wo die Order liegt. Zu dem Stoppreis komme ich dann später noch. Und hier drinnen hat das auch wieder zu tun mit dem Average Fill Preis. Es heißt ja nicht, wenn ich eine Order auf diesen Preis lege, dass sie dort auch ausgeführt wird, sondern im Average Fill Preis sehe ich dann wirklich den Ausführungspreis beziehungsweise den durchschnittlichen Ausführungspreis. Weil wenn ich ja 100 oder 500 Aktien zum Beispiel handle, bei einem Kontrakt ist es natürlich klar, dort ist es immer der Preis, wo die Ausführung passiert. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel 500 Aktien drinnen habe, dann werden die unterschiedlichen Fills, die durchgeführt werden, auch auf unterschiedlichen Preislevels ausgeführt. Und hier sieht man dann den durchschnittlichen Preislevel, wo die Order ausgeführt worden ist. Man sieht hier das Konto, in welchem Konto man handelt. Das ist jetzt hier natürlich ein Simulationskonto. Man sieht hier, wann die Order wie die Order ausgeführt werden. Das heißt, das ist hier eine Order, die wird ausgeführt, Good Deal Cancelled. Das heißt, die wird erst dann aus dem Markt genommen, wenn sie gefüllt wird, die Order, oder wenn ich sie manuell aus dem Markt nehme. Das heißt, Good Deal Cancelled, da gibt es noch Good Deal Date oder Good Deal Day. Das heißt, ich kann dann über das Orderpad eingeben, zum Beispiel, wann die Order ausgeführt wird. Wenn ich zum Beispiel hier Good Deal Date eingebe, kann ich hier einen Tag bzw. eine Zeit eingeben. Und solange, wie ich hier eingebe, befindet sich diese Order auch im Markt. Das heißt, wenn ich hier ausfüllen würde, ich möchte, dass mir die Order spätestens am 5.3. um 17 Uhr aus dem Markt genommen wird. Moment mal. Nimmt er jetzt nicht an, 17 Uhr sollte er normalerweise annehmen, dass man hier auch eine Zeit eingeben kann. Ja, oder ich hier eingebe zum Beispiel Good Deal Day, dann heißt das, dass mit Ende des Tages die Order aus dem Markt genommen wird. Das heißt, hier kann man sich genau diese drei Einstellungen machen, wo ich einzeln sagen kann, ich möchte, dass die Order bis zu einem bestimmten Tag im Markt bleibt, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt im Markt bleibt, beziehungsweise am Ende des Tages rausgenommen wird. Oder dort rausgenommen wird, wenn sie wirklich auch gecancelt wird. Okay, so, das mal grundsätzlich zu dieser Information, zur Tiefinformation. Hier sieht man dann, wenn ein Datum eingegeben war, also ein Good Deal Date, sieht man auch dann, wann es rausgenommen wird, zu welchem Tag. Hier drinnen würde man dann sehen, und zwar, ob das eine OCO-Order ist, ob das eine ORO-Order ist oder ob das eine If-Dann-Order ist. Hier sieht man zum Beispiel eine Zahl drinnen und diese Zahl gibt mehr oder weniger die Verknüpfungsnummer an. Das sehen wir aber dann später noch, wie sie mit welcher Order dieser 6A hier noch verknüpft ist. Also in dem Fall haben wir mit dem 6A haben wir eine Order drinnen liegen, die mit einer anderen verknüpft ist. Das zeige ich Ihnen dann auch, wie es dann wirklich ausschaut. Also nur, um mal grundsätzlich das hier zu erklären, welche Informationen findet man im Order Manager überhaupt. Oben sieht man auch, wie viele Orders hier drinnen sind. Das ist halt natürlich, denn ist im Machine Trader sehr wichtig, dass man das auch wirklich hier Überblick behält, weil ich kann ja jederzeit hier rübergehen in eine andere, in einen anderen Scanner, gebe mir auch hier eine Stop-Order ein, zum Beispiel, oder irgendeine Limit-Order. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich natürlich jetzt eine Order liegen, die mir nicht mehr unbedingt ersichtlich ist, wenn ich in dem Bereich mich befinde hier. Solange ich zum Beispiel hier auf diesem Scanner bin, sehe ich, dass ich, wenn dieses Feld hier so hellblau ist,
sehe ich, dass auf diesem Instrument eine Order liegt. Das heißt, hier hätte ich es noch gut im Überblick, wo ich Order liegen habe. Aber um nicht zu übersehen, dass ich vielleicht irgendwo noch den Agenda-Trader zumache und vergessen habe, eine Order rauszunehmen, sollte man immer einen Blick auf den Order-Manager werfen. Man wird auch darauf hingewiesen. Das heißt, wenn ich den Agenda-Trader schließe, zum Beispiel, bekomme ich auch hier eine Message-Box, die mir dann sagt, dass ich offene Orders habe, dass ich mir die unbedingt nochmal anschauen soll. Ja oder nein anschauen. Und ich sage, ja, ich möchte es mir anschauen, dann werde ich automatisch auch auf den Order Manager geroutet, wenn der nicht schon sowieso irgendwo offen ist. Das heißt, hier gibt es nochmal eine Warnung, um nicht zum Schluss zu übersehen, dass ich irgendwo Orders liegen habe, die ich vielleicht vergessen habe rauszunehmen. So. Nichts. Das heißt, hier hätten wir mal den Order Manager durch. Schauen wir, was der nächste Punkt ist in unserer Präsentation. Die Standardgrößen. Das ist auch, man gibt ja hier zum Beispiel, genau, eines ist vielleicht noch zu sagen mit den Orders. Sie haben ja hier eine weiße Order vor sich und hier eine grüne Order vor sich. Das heißt, das ist halt wieder zu tun mit unseren Vorschlagsorders. Man legt eine Order sich irgendwo hin und sagt, okay, hier möchte ich sie ausführen. Ich klicke hier drauf und ab diesem Zeitpunkt wird sie dann wirklich zum Broker weitergeroutet. Was man noch machen kann, um Orders zu verändern, ist, dass ich hier in der Order selbst auch nochmal die Möglichkeit habe, ich zeige es nochmal her, man sieht hier so ein Icon, wenn ich hier auf dieses Icon draufklicke, dann sehe ich bestimmte Felder, die ich verändern kann. Und ich habe hier zum Beispiel den Stoppreis und ich möchte jetzt den Stoppreis auf einen genauen Preis mir anpassen. Ich möchte ihn auf 14,074 setzen. Kann ich hier machen, ist oft bei Aktien nicht ganz so einfach. Wenn ich, so jetzt ist sie runtergerutscht, wenn ich sehr enge Tick-Bereiche habe, sehr viele Ticks innerhalb eines Preislevels oder in den Preislevels habe, dann ist es oft nicht so genau möglich hier, denn die Order auch richtig anzupassen. Und wenn ich das ja wirklich auf einen ganz speziellen Preis setzen möchte, so habe ich hier drinnen die Möglichkeit, mir das über diesen Wert, über den Stoppreis hier anzupassen, beziehungsweise über die Werte, die man hier drinnen verändern kann. Ich könnte mir hier drinnen auch die Quantität verändern und sage, ich möchte nicht einen oder drei handeln. So habe ich hier die Möglichkeit. Man kann aber auch jederzeit hier draufklicken, zum Beispiel, und ich kann mir auch hier in der Order drinnen auch die Quantität verändern, solange sie nicht ausgeführt worden ist. Das hier zu diesen Möglichkeiten in der Was ich noch machen kann, ist hier auf der Seite kann ich auch nochmal den Preis genau einstellen. Das heißt, ich klicke hier, mache hier einen Doppelklick und wenn ich hier den Preis verändere, zum Beispiel jetzt auf 14,073, ja, machen wir 73. So, dann rutscht sie mir auch hier runter. Das heißt, kann man hier so machen, Doppelklick hier drauf, dann hat man auch die Möglichkeit, den Orderpreis hier ganz genau einzugeben. Ist natürlich hier beim DAX nicht so notwendig, weil ich habe ja hier die verschiedenen Tickbereiche auf den vollen Price-Levels, aber zum Beispiel bei Aktien, die auf der dritten Kommastelle irgendwo ticken, dann ist es oft schon mal notwendig, wenn ich sage, okay, ich finde mit der Maus verschieben nicht so wirklich auf den genauen Preis, dann kann ich es mir hier drinnen ausbessern oder richtig einstellen. So, okay, schau mal. Ich sehe zwar schon ein paar Fragen, auf die werde ich dann später eingehen. Noch eine Frage jetzt, die wir auch später abhandeln. Ja, okay, gut, bleiben wir bei den Orders. Gut, okay. Das heißt, das hier mal zu den Orders, wie man sie einstellt, wie sie auch behandelt werden können. Zum Beispiel aber auch, wenn man sieht, wenn ich hier darunter eine Order eingibt, eine Sell-Order, habe ich wieder die Möglichkeit, eine Market, eine Stop, eine Limit-Order einzugeben. Zum Thema Standardgrößen. Zu den Orderarten kommen wir noch. Wie gibt man die Standardgröße ein? Ich habe ja hier, wenn ich eine Order eingebe, eine Buy, bekomme ich hier eine 1 vorgeschlagen.
Das macht natürlich bei Aktien keinen Sinn, weil man bei Aktien nie eine einzelne oder sehr selten nur eine einzelne Aktie handelt. Wenn ich hier rüber gehe und hier eine Order eingebe, bekomme ich automatisch, machen wir es hier, so, dann sieht man es auch, bei Stop, bekomme ich automatisch 100 vorgeschlagen. Das heißt, das muss irgendwo herkommen. Wo kann man sich das einstellen? Dazu geht man in die Settings, in den Konfigurations-Escort. Und ich habe hier das Discretionary Trading. Und da habe ich die Möglichkeit, zu den unterschiedlichen Instrumentarten, Instrumenttypen, Symboltypen hier mir die Standardwerte einzugeben. Wie hier sieht man zum Beispiel Aktien oder ETFs, werden mir immer 100 eingestellt. Wenn ich bei Forex handle, werden mir automatisch 10.000 eingestellt. Wenn ich nur 1.000 haben möchte, zum Beispiel die Mini-Lots, die Micro-Lots, dann kann ich hier 1.000 einstellen. Bei den Futures wird mir immer ein Kontrakt reingestellt, by default. Bei den CFDs ebenfalls, und zwar bei den CFDs kann man nicht unterscheiden, ist es ein Index-CFD oder ist es ein Aktien-CFD. Da bekommt man die Information nicht mit drüber und aus diesem Grund kann man hier, haben wir mal die Defaultgröße 1 eingestellt. Wenn Sie aber hauptsächlich Aktien-CFDs handeln zum Beispiel, wie auch immer, dann haben Sie natürlich hier die Möglichkeit, das hochzusetzen und sagen, ich möchte hier 10, 20, 30 bei Default gehandelt haben. Und dasselbe ist auch hier bei den Optionen. Das heißt, hier kann man sich die Default-Größen einstellen. Das unten bedeutet noch, das heißt, dass wenn festgestellt werden kann, dass wenn zum Beispiel mit bestimmten Orders, wenn ich eine Order einstelle, die eine Margin Violation, das heißt, ich über meine verfügbare Margin hinaus geordert habe, mir anstatt der direkten Order, die gleich zum Broker geroutet wird, eine synthetische Order eingestellt wird. Was das bedeutet genau, das heißt, was eine synthetische Order ist, das werde ich Ihnen dann später noch erklären. Aber das heißt, dann wird Ihre Margin nicht mehr weiter ausgereizt, sondern wenn wir vom Broker zurückbekommen, das Konto ist ausgereizt, dann stellen wir eine synthetische Order ein, dass die Order zumindest im Markt liegt. Wenn eine andere Order dann rausgenommen wird, wenn sie geschlossen wird, dann ist wieder Margin vorhanden und dann liegt aber die Order, die synthetische Order im Markt, die dann ausgeführt werden kann als synthetische Order. Aber was eine synthetische Order ist, zeige ich Ihnen dann noch genau. Das heißt, nur um das gesamte Popapier zu erklären, welche Informationen. Das heißt, grundsätzlich hier kann man sich anschauen, zu welchem Instrumenttyp ich welche Ordergröße einstellen möchte oder einstellen will bei Default. Okay. So, und deswegen sehen wir auch hier bei der AXB 100 Stück und beim FTAX ein Stück, weil es so defaultmäßig eingestellt worden ist. Kann man natürlich jederzeit verändern, Klick drauf, beziehungsweise auch wenn ich die Order zum Broker schicke, kann ich sie jetzt noch verändern und kann sagen, okay, ich habe sie zwar schon zum Broker geschickt, aber ich möchte jetzt nicht einen handeln, sondern ich möchte zwei handeln aus diesem. Und dann wird es sofort beim Broker auch abgedatet. Das heißt, hier schicken wir die Information so weiter dann, dass zu dieser Order hier die Ordergröße 2 eingegeben wurde. Okay. So, das zu den Standardgrößen. Welche Orderarten gibt es? Die Orderarten haben wir schon ganz kurz gesehen. Ich zeige sie nochmal her. Und zwar rechte Maustaste, Buy oder Sell natürlich. Was möchte ich machen? Gehen wir mal auf die Kauforders. Da habe ich hier zum Beispiel eine Market Order. Wenn ich die hier auf Market drücke, dann wird sie im Market noch nicht sofort ausgeführt. Das heißt, ich sage, okay, das passt mir jetzt und ich bestätige. Und die wird immer am aktuellen Preis ausgeführt, diese Market Order. Gehen wir es nochmal ein. Bei Market wird hier eingestellt. Ich klicke hier drauf und zu diesem Zeitpunkt wurde mir sofort die Order hier eröffnet oder besser gesagt eine Position eröffnet.
Jetzt, weil ich gerade diese Frage auch sehe, wie kann ich, wo war das, gibt es eine Übersicht der offenen Positionen? Genau das haben wir hier bei den Trades. Das heißt, hier drinnen sieht man, welche Positionen hier offen sind, auch mit den verschiedenen, wo sind sie geschlossen worden, was ist im Moment offen und so weiter. Das heißt, hier kann man sich genau dann die Informationen auslesen aus den verschiedenen Trades, welche Positionen laufen gerade im Moment, wo befinden sich die, welcher Grund, welcher Einstiegsgrund auch wann eröffnet worden ist, wie ist der Einstiegspreis, wie ist der Average Fill Price und so weiter, wie groß ist die Ordergröße, die Positionsgröße und so weiter. Das heißt, hier kann man sich auch sehr viele Informationen auch auslesen, die auch Order Manager auch ersichtlich sind. Hier sieht man halt dann drinnen den Open Profit Loss beziehungsweise den geschlossenen Profit Loss. Das heißt, Trades ist normalerweise im Standard Workspace auch mit drinnen. Das heißt, wir haben da drinnen den Order Manager, die Accounts, die wir gerade geöffnet haben und auch die laufenden Trades. Wie komme ich nochmal zum Tab Trades? Okay, das heißt, wenn er nicht schon im Workspace drinnen ist, können Sie hier über Tools, Trading-Informationen, haben Sie hier drinnen den Order Manager, Sie haben Trades Manager, Sie haben die Execution List drinnen, Sie haben die Accounts drinnen, die Sie benötigen. Das heißt, würde dieser Trades Tab hier nicht sein, würden wir nur den Order Manager haben. So können Sie hier, ich klicke mal absichtlich jetzt hier rein in dieses Chart, damit Sie auch sehen, wie das funktioniert. Haben wir die Trading-Informationen und wir wollen jetzt den Trading Manager aufmachen. Dann machen wir den hier auf. So, und jetzt sehen wir die Trades hier im Chartbereich. Und zwar aus dem Grund, weil ich mit der Maus das letzte Mal in diesem Container hier drinnen war. Jetzt macht es natürlich Sinn, dass Sie diese Trades, ich zeige es nochmal, Tools, Trading-Informationen, die ist der Order Manager, der Trades Manager und so weiter. Hier können Sie dann, wenn Sie das nicht in diesem Container haben möchten, nehmen Sie das ganz einfach, dann sehen Sie schon, wie die Pfeile hier auftauchen und Sie können das dann hier drinnen gleich mit einpacken und sagen, okay, ich möchte das aber neben meinen Order Manager haben, lass hier das Tab hier fallen und jetzt sehen Sie hier die Trades. Und können jetzt dann aber auch die Trades, wenn Sie draufklicken, mit der Maus hier einfach rüberschieben und dann haben Sie die Orders und die Trades gleich nebeneinander. Gut, okay. Das heißt, zurück zu den Orderarten. Wir waren auf dem, der macht mega Kohle im Moment schon, der Trade. Wir waren hier auf den verschiedenen, gehen wir hier auf den Eurostoxx oder auf dem FGBL. Schauen wir mal, was da. Ja, okay, so in die Richtung. Passt schon. Wir legen uns jetzt hier die verschiedenen Orderarten ein. Das heißt, wir können hier eine Market Order reinlegen. Was ist eine Market Order? Wie gesagt, die lege ich rein und die wird direkt auf den aktuellen Marktpreis gelegt, um dort ausgeführt zu werden. Wird nicht sofort ausgeführt, sondern erst dann, wenn ich wirklich hier draufklicke. Ich habe eine Limit Order. Und zwar, Limit Order heißt das, oder gehen wir vorher zur Stop Order. Das heißt, die Market Order wird immer am Preis ausgeführt. Eine Stop Order wird zu dem Preis ausgeführt, wo ich sie in den Markt lege. Das heißt, ich lege hier diese Stop Order rein, bestätige sie hier. Danach wird die Order ausgeführt, sobald der Markt von hier raufkommt und diese Order mir ausführt. Das heißt, sobald der Marktpreis diesen Preis der Stop-Order erreicht, wird diese Order in eine Position umgewandelt. Jetzt habe ich dann noch die Orders, den Limit. Und zwar, wenn ich über dem Markt bin, und zwar mit der Limit-Order muss man vorsichtig sein, was man damit tut, weil eine Limit-Order wird immer zum besten Preis ausgeführt. Das heißt aber auch, dass ich hier in diese umgekehrte Richtung eine Order eingeben muss. Wenn ich über dem Marktpreis bin, dann muss ich eine Sell-Limit-Order eingeben. Das heißt, der Markt, Sell-Order sieht man auch, indem sie rot sind. Das heißt, der Markt kommt drauf und verkauft mir hier an dieser Stelle.
Das heißt, ich kann hier eine Verkaufsorder reinlegen. Würde ich hier eine Kauforder, eine Buy Limit reinlegen und würde die bestätigen, dann wird mir diese Order als Market Order ausgeführt. Klicke jetzt drauf und ich habe sofort eine Position drinnen. Aus dem Preis, aus dem Grund, weil eine Limit Order hier als Verkaufsorder nur als Verkaufsorder eingegeben wird, beziehungsweise unter dem Marktpreis als Kaufpreis eingegeben wird. Das heißt, wenn ich hier eine Limit Order eingeben möchte, eine Buy Limit, dann wird sie mir hier akzeptiert, weil wenn der Markt runterkommt, dann wird hier gekauft. Das ist der Unterschied zwischen einer Buy Stop und einer Buy Limit. Die Stop Order gebe ich drüber ein, das heißt, der Markt geht hier rauf, wird oben gekauft. Der Markt bei einer Limit Order, der Markt geht runter und es wird hier unten gekauft. Okay. Was es dann noch gibt, ist eine Stop Limit Order. Da gibt es ein paar Dinge zu erklären. Ja, vielleicht noch Sell Orders auch noch zu erklären. Ich gebe hier eine Sell Stop Order ein, bestätige die und die erkennt man natürlich dann auch, indem sie rot ist. Das heißt, entweder dieser Balken ist rot in der Proposal, in der Vorschlagsorder, nochmal Sell Stop, damit man auch weiß, was hat man im Markt. Solange es eine Vorschlagsorder ist, ist die Verbindungslinie hier, die Orderlinie rot, dann weiß ich, okay, das ist eine Verkaufsorder. Beziehungsweise, wenn ich sie dann bestätige, ist die ganze Order rot, dann sieht man ganz genau, was ich hier im Markt liegen habe. Das heißt, hieran kann man zwischen Kauf- und Verkaufsorders unterscheiden. Dann gibt es noch die Stop-Limit-Order. Und die muss ich Ihnen dann so erklären, wie sie hier, dann, das sieht man am besten auch, wie die funktioniert im Order Manager. Das heißt, ich gebe hier eine Stop-Limit-Order ein. Habe ich hier eine Sell, eine Buy-Stop-Limit. So, jetzt habe ich hier eine Stop-Limit drinnen. Das heißt, was bedeutet das? Die Stop-Limit-Order funktioniert so, dass ich hier eine Stop-Order habe, wo grundsätzlich, wenn dieser Preis erreicht wird, im Nachgang dann eine Limit-Order hineingesetzt wird in den Markt. Das heißt, ich rechne damit, dass wenn der Markt hier raufkommt und sich an dieser, schauen wir uns das nochmal an, an diesem relativen Hoch vielleicht hier ankommt, er vielleicht einmal eine kurze Reaktion in die Short-Richtung zurückgeht und erst dann losstartet. Das heißt, um einen besseren Preis zu erzielen, sage ich zwar, es macht zwar Sinn, hier eine Order reinzulegen, aber ich gehe davon aus, dass der Markt hier nochmal runtergeht. So. Dass wenn der Markt hier raufzieht, ich an dieser Stelle nochmal rechne, dass der Markt hier dann, sagen wir hier, okay, das ist jetzt Freehand Drawing, so, dass der Markt hier nochmal runtergeht und dann erst loszieht. Das heißt, was möchte ich erreichen? Dass ich hier günstiger reinkomme in den Markt und man hier dann sagt, ich rechne mit einem Abpraller, der Markt kommt mit großer Sicherheit zurück, ich kann hier günstig einkaufen und gehe dann in diese Richtung weiter. Das heißt, ich habe die Order um ein paar Ticks günstiger ins Position gekommen. Was kann ich hier machen? Solange wir hier Stop-Limit haben, wird, sobald der Stop-Preis erreicht wird, das heißt die 173,89, wird hier dann zum selben Preis eine Limit-Order reingesetzt. Vorsicht aber, dadurch, dass das eine Limit-Order ist und wenn der Markt durchzieht, kann das sein, dass diese Limit-Order nicht ausgeführt wird. Da bekommen wir immer mal Fragen, auch in diese Richtung, das heißt, meine Order ist nicht ausgeführt worden. Wieso? Und das ist halt bei einer Limit-Order ist es so, man bekommt sie zum günstigen Preis, aber der Markt muss sie mehr oder weniger von oben erreichen, damit sie dann auch ausgeführt wird. Das heißt, es ist so in dem Fall, es gibt ja der Ask und Bid und in dem Fall muss der Bidpreis die Order ausführen, damit sie dann auch wirklich durchgeführt wird. Das heißt, hier ist es ganz einfach so, es wird hier eine Limit-Order eingelegt. Die Limit-Order ist
im Markt, sobald dieser Preis erreicht wird, aber heißt noch lange nicht, dass er ausgeführt wird. Okay, gut. Wenn ich die Order jetzt aber zu einem anderen Preis ausgeführt haben möchte, zum Beispiel zum Preis 173,87, hier herunten, dann gebe ich hier den Preis ein, 173. Moment. So, jetzt habe ich es. Jetzt gebe ich ein 173,87. So, und jetzt wird das so gemacht, sobald der Markt, diesen Preis hier erreicht, dann wird mir eine Limit-Order hier zum Preis von 173,87 reingelegt. Das sieht man auch hier. Das heißt, ich habe hier den Preis, den Stop-Preis ist auf 173,89, das ist der hier, aber der Limitpreis liegt auf 173,87. Das heißt, der Markt wird hier dann mehr oder weniger, kommt der Markt zurück und holt das und holt mir die Order dann hier ab. Wenn er nicht zurückkommt, bleibt die Order hier drinnen liegen. Das ist immer die Herausforderung mit Limit Orders, dass die natürlich nicht automatisch unbedingt ausgeführt werden. Gut. Okay, das heißt, hier haben wir, dann gibt es noch die weiteren Möglichkeiten mit Stop Limits. Und zwar hier haben wir einen Fixpreis drinnen gehabt. Jetzt kann es ja aber sein, dass die Order später verschieben möchte. Das heißt, ich möchte aber, dass die Limit Order immer 10 Ticks oder 20 Ticks oder was auch immer unter der Stop-Order liegt. Das heißt, was ich jetzt machen kann, ist, ich gebe hier ein minus 20. Jetzt sieht man auch, dass der Stop-Preis ist auf 173,89, aber der Limitpreis liegt auf 173,69. Das heißt, das habe ich dadurch erreicht, weil ich hier gesagt habe, minus 20. Das heißt, ich möchte die Limit Order 20 Ticks hinter der Stop Order haben. Mache ich das unten, gebe hier eine Sell Stop Limit ein, gebe hier auch noch ein Minus oder Plus 20 jetzt. So sehe ich, dass genau das jetzt hier erreicht worden ist, dass der Stopppreis bei 173,70 liegt, aber die Limit-Order dann darüber gelegt werden würde. Das heißt, wenn der Markt hier runtergeht und der Markt hierher kommt, muss er wieder zurückgehen auf 173,90, um hier auch ausgeführt zu werden. Das heißt, das sind hier die, sind natürlich die 20 Ticks sind relativ viel in dem Fall. Gehen wir 5 Ticks ein, weil dann kommt man in diesem Bereich hier irgendwo. Aber nur, damit Sie sehen, was hier damit erreicht werden kann. Das heißt, wenn ich minus 20 eingebe, dann wird mir die Limit Order darunter gelegt. Wenn ich plus 20 eingebe, wird mir die Limit Order darüber gelegt. Ausgelöst wird sie aber, wenn hier der Stopppreis ausgeführt worden ist. Es geht hier um die Frage, warum minus 20 und nicht minus 0,20. Das heißt, das sind Ticks. Das ist nicht der Preis, der hier eingegeben wird, sondern Ja, okay. Hahaha, 0,20, muss man schauen. Ich verwende die relativ selten. Nein, minus 20. 173. Nein, das passt schon. Das sind die Ticks, die eingegeben werden. Der FGWL tickt relativ hoch. Der hat seinen Tickbereich im. Schauen wir mal, 70, 90, ja, der hat. Also das heißt, es würde dann hier oben ausgeführt werden. Das passt schon. Das heißt hier, das sind die Ticks, die eingegeben werden müssen. Das heißt, minus 20 heißt minus 20 Ticks
die hier dann der Markt zurückgeht. Darum würde es in dem Fall besser passen, wenn ich sage, minus 2 Ticks. So, dann würde es so sein, dass mir die Order hier auf 173,87 ausgeführt wird und nicht auf 173,89. Die 20 Ticks waren ein bisschen hochgegriffen. Auch hier minus 2, das passt dann besser. So, dann wird mir die Order hier auf 173,72 genommen und nicht, ja, 20 Ticks sind relativ viel. Ja. So, okay. Zur Frage zum Order Manager, kann ich mal einen, bei mir geht das sehr langsam durch die Animation. Also ja, das sage ich mal, ist ja, geht runter, geht drauf, geht relativ flott. Die Frage war, ob ich mal den Order Manager öfters aus- und einklappen kann. Bei mir geht das sehr langsam. Ja, also wie gesagt, hier ist das sehr, sehr flink. Auch hier die Filter rauf und runter, das geht sehr flott. Okay, gut. Das heißt, wir haben die Order-Arten mal durch. Gehen wir jetzt zu den Order-Typen. Gibt es zu den Order-Arten noch Fragen? Ich schaue mal durch. Bracket-Order. Zu den Bracket-Orders komme ich später. Und zwar, wenn ich dann die OCO und if dann und so weiter erkläre. Jetzt gehen wir mal zu den Order-Typen, welche es gibt. Werfen wir das mal raus. Wir geben eine Order ein, eine Stop-Order. Und das sieht man hier direkt, beziehungsweise hier synthetisch. Eine direkte Order, wenn ich hier draufklicke, geht die normalerweise zum Broker. Und ich kann sie auch nicht mehr verändern im Nachhinein. Das heißt, eine direkte Order ist direkt, ist beim Broker und ist dort bereits, wartet im Markt ausgeführt zu werden. Um sie wieder rauszukriegen, muss ich sie hier canceln über dieses X-Feld. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel nicht möchte, dass meine Order gesehen wird am Markt, weil das ist ja natürlich, wenn ich eine größere Order drinnen habe, sind die ja sehr verlockend, damit die, wenn sie auch gesehen werden, beim Broker auch abgeholt werden können. Da sage ich mal, speziell bei CFD, bei den unseriösen CFD-Broker und so weiter, hat man schon einiges gehört, dass hier wirklich sehr, sehr manipulativ gearbeitet worden ist und Orders dann abgeholt worden sind, obwohl der Markt nicht dort war und so weiter. Wir arbeiten mit solchen Brokern nicht zusammen, muss ich auch gleich dazu sagen. Aber hier ist es, kann man grundsätzlich die Order auch so einstellen. Und das ist auch genau auch in diese Richtung, was ich vorher auch versucht habe zu erklären. Gehen wir nochmal auf die Settings, auf den Konfigurations-Escort Discretionary Trading. Das sind genau die synthetischen Orders. Das heißt, es würde in dem Fall, wenn eine Order oder wenn das Konto eine Order nicht mehr verträgt, weil die Margin ausgereizt ist aufgrund der eingegebenen Orders, hat man, würde das System automatisch auf eine synthetische umstellen. Ich kann das aber auch machen, und zwar, ich klicke hier drauf und dann sieht man hier synthetisch. Man erkennt eine synthetische Order auch an den gestrichelten Linien hier. Das heißt, hier diese Orderlinie ist gestrichelt, damit sieht man auch, dass es synthetisch ist. Was bedeutet das? Wenn ich eine synthetische Order einstelle, dann ist sie gelb. Das heißt, die ist im Status Pending. Und liegt aber, und das muss man dabei wissen, die liegt lokal am Rechner. Das heißt, schalte ich den Agenda Trader ab,
so wird diese Order nicht ausgeführt. Sie wird erst dann ausgeführt werden, wenn ich den Agena-Trader wieder einschalte und der Markt die Order überschritten hätte. Muss man vorsichtig sein mit den synthetischen Orders. Aber das heißt, diese Order liegt nur rein hier im Lokal am Rechner. Man sieht sie auch als synthetische Order liegen. Wir haben hier direkt, wir haben hier synthetisch. Und wenn der Markt hier raufkommt, dann wird sie in eine Market Order umgewandelt und wird zum Broker geschickt. Das heißt, das ist hier die Verhaltensweise einer synthetischen Order. Die liegt lokal. Da ist nur die Order-Information hier im Agena Trader vorhanden. Kann nur dann ausgeführt werden, wenn der Agena Trader wirklich läuft. Und wird dann, wenn der Markt hier die Order erreicht, dann als Market Order an den Broker geschickt. Jetzt gibt es noch zusätzliche, natürlich hat man da mehrere Möglichkeiten. Dadurch, dass sie lokal liegt, das heißt, wenn ich hier eine Stop Order eingebe, die ich synthetisch ausführen lassen möchte, dann kann ich aber auch eingeben, zu welchem Preis sie ausgeführt werden soll. Das heißt, möchte ich sie zum Ask, möchte ich sie zum Bid oder möchte ich sie zum Last-Preis ausgeführt haben? Das kann ich hier einstellen. Das heißt, dass man hier den Spread bzw. den Last-Preis hier mit reinnimmt, um zu sagen, welcher Preis soll mir diese synthetische Order auslösen. Ja, okay. Kann man natürlich auch synthetische Stop-Limits eingeben. Das sieht man auch hier. Wenn ich hier draufklicke, verändern sich die Order-Typen. Das heißt, ich muss jetzt nicht, wenn ich jetzt aus einer Stop-Order eine Stop-Limit-Order machen möchte, die Order löschen und neu einstellen, sondern ich kann eine Order auch hier über dieses Feld hier verändern, indem ich hier draufklicke und kann. Und es werden dann hier die verschiedenen Order-Typen dann auch gleich mitgenommen, beziehungsweise ich kann hier von einer direkten Order auf einer synthetischen Order wieder zurückgehen auf eine direkte Order, solange sie im Vorschlagsmodus ist. Sobald sie bestätigt worden ist, geht das nicht mehr. Okay. Dann fällt mir dazu sonst noch was ein zu den Order-Typen? Eigentlich nichts. Also da wäre jetzt mal alles erklärt mit der Order-Größe, Order-Typen, Last Stop Limit und ja natürlich hier auch immer wieder die Möglichkeit einzugeben, nur nochmal zu zeigen, dass ich manuell die Order-Größe verändern kann, beziehungsweise hier nochmal auch, damit ich hier auch den Order-Preis auch von hier ganz genau eingeben kann. Wie gesagt, zeige ich her nochmal, gehen wir auf 92 und bestätige hier, damit verrutscht die Order genau auf den Preis, wo ich ihn haben möchte. Okay, nochmal diese zur Frage, wozu war Last Ask and Bid? Hier kann ich über die synthetische Order eingeben, ob sie diese Order über den Ask-Preis, über den Bid-Preis oder über den Last-Preis gefiltert wird. Das heißt, das kann ich hier einstellen. Normalerweise bei den Orders, die ich eingeben an den Broker schicke, ist es ja ganz klar, wo die Order ausgeführt wird. Das heißt, der Broker führt die Orders zu einem ganz bestimmten Preis aus, je nachdem, welche Order es ist. Ob es eine Limit ist oder eine Stop-Order, so wird entweder das Ask oder das Bid dafür herangezogen. Oder bei der synthetischen Order kann ich das bestimmen, ob es der Ask-Preis, der Bid-Preis oder der Last-Preis des Instruments ist, diese Order hier ausführt. Gut. Ich glaube, das wäre mal alles zu diesem Thema. Order-Verknüpfungen. Jetzt kommen wir zu diesem Thema, das vorher auch schon gefragt worden ist. Bracket Orders. Ich hoffe, Herr Leister, das war die richtige Erklärung, die ich Ihnen gegeben habe. Sie haben es verstanden jetzt mit Last Bid and Ask Price. Vielleicht eine kurze Bestätigung. So, jetzt zu den Bracket Orders. Da haben wir eigentlich eine relativ
sehr komfortable Lösung dafür, wie man Bracket Orders eingibt. Und zwar gehen wir davon aus, dass man sagt, wenn der Markt jetzt über dieses relative Hoch rausgeht, wir sind jetzt kurz darunter, hätte ich gerne, dass ich hier eine Stop-Order, dass hier eine Stop-Order ausgeführt wird. Aber ich möchte mir natürlich diese Order absichern. Das heißt, wenn der Markt jetzt drüber geht und unten durchrauscht, dann möchte ich gerne einen Stop drinnen haben. Das heißt, ich lege mir hier einen Sell-Stop her. So. Aber ich möchte vielleicht, bevor ich dieses relative Hoch erreiche, aus dem Markt genommen werden. Und deswegen lege ich mir eine Sell-Limit-Order hier rein. So. Was würde passieren, wenn ich das Ganze jetzt bestätige und sage, okay, das ist jetzt hier meine Einstiegsorder, das ist meine Stop-Order, meine Verkaufsorder, meine Sell-Limit-Order und das ist meine Stop-Order. Wenn ich jetzt die drinnen liegen habe, dann kann es sein, dass der Markt hier unten durchrauscht und ich bin short. Die oberen werden nie mit in Betracht gezogen. Beziehungsweise es könnte sein, dass der Markt hier runtergeht. Dann bin ich short, dann geht der Markt hier rauf, dann bin ich flat und dann geht er weiter herauf und ich bin wieder short, wenn ich das übersehe. Also solche Szenarien können natürlich passieren. Und für das haben wir die Order-Verknüpfungen eingebaut. Und zwar in so einem Fall, wie es wir hier haben, wie ich den ja gerade erklärt habe, nehmen wir mal alles raus, gibt man hier eine Stop-Order ein und ich kann sie auch gleich bestätigen. Ich gebe hier eine Sell-Stop-Order ein, aber ich lasse sie im Proposal-Mode. Ich bestätige sie nicht. Und ich gebe hier eine Sell-Limit-Order ein. So. Und jetzt möchte ich natürlich, dass wenn diese Order hier gefüllt wird vom Markt, dass diese beiden Orders zum Broker geschickt werden. Das heißt, dann habe ich eine laufende Position. Ich möchte hier meinen Stop haben, der mich rausnimmt, wenn der Markt hier runtergeht. Ich möchte hier mein aus dem Trade raus, wenn der Markt in meine Richtung läuft. Und das kann ich folgendermaßen erreichen. Ich drücke die Alt-Taste. Nochmal, ich nehme das jetzt hier raus. Ich drücke die Alt-Taste auf meiner Tastatur. Ich klicke auf diese Einstiegsorder und klicke hier auf die Limit-Order. Sie sehen hier eine grüne Linie. Und das ist eine If-Dann-Linie. Das heißt, wenn diese Order gefüllt wird, wird die aktiviert. Und natürlich möchte ich auch den Stop aktivieren. Das heißt, ich klicke hier nochmal drauf. So. Klicke hier wieder darauf und habe jetzt hier eine Verbindung, eine Verknüpfung. Das heißt, wenn diese Order gefüllt wird, wird automatisch die Order und die Order aktiviert und zum Broker geschickt. Das heißt, ich habe hier eine Position dann am Laufen und habe automatisch auch den Stop drinnen und das Target drinnen. Jetzt ist es aber so, dass natürlich es passieren kann, dass mir die Limit Order dann gefüllt wird und ich dann natürlich immer noch die Stop Order drinnen hätte. Die möchte ich natürlich auch raus haben, weil ich habe mein Ziel erreicht und würde der Markt drehen, würde nach unten durchgehen, dann wäre ich natürlich, das heißt hier nochmal kurz, geht der Markt hier rauf, holt mir die ab, kann es jederzeit passieren, dass der Markt wieder runtergeht in diese Richtung da und dann mir unten die Stop-Order abholt. Und dann wäre ich wieder short. Und genau dafür gibt es die OCO-Order, das heißt, da drücken Sie auf die Kontrolltaste. Steuerung, Klick, Klick und damit haben Sie eine Verbindung auch geschafft. Das heißt, geht der Markt hier rauf und holt mir oben die Limit Order ab,
dann wird automatisch der Stock unten entfernt. Beziehungsweise geht der Markt hier rauf, geht gerade drüber, fällt mir wieder durch und löst mir die Stop-Order unten aus, dann will ich natürlich die Limit-Order nicht mehr im Markt sehen und dann wird mir automatisch über diese rote Linie auch die Limit-Order gelöscht. Das heißt, ich kann mir sicher sein, dass mir keine Order irgendwo übrig bleibt. Wiederum, das funktioniert nur, wenn der Agena Trader läuft. Es gibt den einen oder anderen Broker, wo wir diese Order-Verknüpfungen zum Broker schicken können. Das macht aber nicht jeder. Das heißt, wenn Sie über Order-Verknüpfungen arbeiten, dann muss der Agena durchlaufen. Okay, das heißt, das zu diesen If-Dann- und OCO-Verknüpfungen. Nun haben wir noch eine dritte, und zwar das ist die One Reduces the Other, die ORO-Order. Wie die funktioniert, zeige ich Ihnen auch gleich. Nehmen wir das mal alles raus hier. So, ich gebe hier eine Stop-Order ein. Aber ich möchte hier nicht einen, sondern zwei Kontrakte handeln. Ich gebe hier die Sell ein, Sell-Stop. Und stelle die wiederum auf 2. Das heißt, würde der Markt hier raufgehen, würde er runterkommen, würde mich hier abholen, dann wäre die Stop-Order, würde mich komplett aus dem Markt nehmen. Jetzt möchte ich aber 2 Targets eingeben. Eine Sell-Limit und eine zweite Sell-Limit. Das heißt, ich möchte mich aus dem Trade hinaus skalieren. Ich habe eine Stop-Order, ich habe aber 2 Limit-Orders. Ich habe hier eine Einstiegs-Order. Weiter weg, damit das... So, okay. Bestätige die mal. Dann verknüpfe ich wiederum die mit dieser Order. Jetzt ist mir mal gewährleistet, dass die, wenn ich hier in den Markt genommen werde, dass mir die Stop-Order aktiviert wird. Jetzt verbinde ich die wieder. Jetzt ist gewährleistet, dass diese Limit Order auch ausgeführt wird oder aktiv gestellt wird, wenn hier die Einstiegsorder gefüllt wird. Hier haben wir aber nur ein Limit. Jetzt kann ich aber auch noch die beiden miteinander verknüpfen. Das heißt, wenn die Order, wenn der Markt hier eine Position eröffnet wird, der Markt hier rausgeht und die Limit Order rausnimmt, dann wird mir automatisch diese Limit Order aktiviert. Das heißt, ich habe jetzt 2 Orders, 2 Limit Orders und kann mich aus dem Trade hinaus skalieren und kann mir aber sicher sein, dass nie eine Order umsonst im Markt drinnen steht. Jetzt ist aber das Problem, dass wenn ich hier eine OCO Order eingeben würde, weil irgendwie muss ich ja, wenn jetzt der Markt hier rauf geht, der Markt hier rauf geht und wir hier eine OCO-Order eingeben. Okay, so das heißt, wenn hier wir hier eine OCO-Order eingeben würden, dann wäre natürlich das wiederum, dass wir, wenn diese Order hier, die Limit-Order genommen wird, auch unten die Stop-Order rausfliegen würde. Aber dadurch, dass hier nur eine Größe, das heißt ein Kontrakt rausgenommen wird, wären wir dann einen Kontrakt short, wenn der Markt hier immer noch einen Kontrakt long, wenn der Markt hier runtergehen würde. Das heißt, wir wären nicht mehr gesichert. Das heißt, was wir hier machen müssen, ist das, dass wir eine ORO-Order eingeben. Und zwar gibt man die ein, indem man auf die Control- und auf die Alt-Taste zugleich drückt und die beiden miteinander verbindet. Das heißt, was bedeutet das? Der Markt geht hier rauf, nimmt mir einen Kontrakt aus dem Markt
Und diese ORO-Order achtet darauf, dass jetzt nun diese Order auf einen Kontrakt zurückgesetzt wird. Das heißt, ich bin mir sicher, diese Limit-Order ist draußen, die Position ist auf 1 und auch die Stop-Order ist auf 1 und nicht mehr auf 2. Und jetzt gebe ich nochmal eine OCO-Order ein mit diesen beiden Orders. Das heißt, jetzt habe ich es wirklich so geschafft, dass wenn entweder der Stop rausgenommen wird, wird mir automatisch die Limit-Order rausgenommen, weil wir sind hier über die ORO-Order verbunden, beziehungsweise wird mir auch die obere Limit-Order rausgenommen, weil wir sind hier über OCO verbunden. Wenn aber der Markt hier rauf geht, ich zeige es nochmal, hier rauf geht und dann wird mir herunten die Ordergröße und hier diese Limit-Order nimmt, wird mir die Ordergröße auf 1 gesetzt. Wenn der Markt weiter rauf geht, hier rauf geht, dann zieht im Endeffekt dann die OCO-Order und nimmt mir unten den Stopp komplett raus und ich bin flat und habe keine Order mehr im Markt drinnen liegen. Das heißt, das kann man sich hier über die Mercury-Version, kann man sich hier schon relativ gute Strategien auch zusammenbauen. Die sind halt nicht risikogemanagt, die sind nicht, da muss man natürlich alles, deswegen auch diskretionäres Trading, deswegen muss man sich diese ganzen Ordergrößen auch manuell eingeben. Die Orders ziehen sich auch nicht als Trading Stop hinterher, das geht nur über die Archina Trader Plus Plus Funktionalität, die wir drinnen haben, über die Andromeda Version, dort haben wir Trading Stops und alles mit drinnen. In der Mercury Version, in der kostenfreien, haben wir genau diese Möglichkeit, dass Sie sich solche Order-Konstrukte hier aufbauen können. Und da gibt es natürlich dann noch umgekehrte Strukturen, dass Sie sich mehr oder weniger denselben Konstrukt auch in der Seitwärtsphase nach unten aufbauen und dann mehr oder weniger die Einstiegsorders miteinander noch verknüpfen. Und dann können Sie mehr oder weniger darüber auch sehr effizienten Ausbruchshandel, entweder also Ausbruchshandel, verlassen in der Seitwärtsrange, wo immer der Markt dann hingeht, relativ gut über solche Konstrukte dann aufbauen und auch sicher sein, dass die Targets drinnen sind, dass Ziele erreicht werden können, aber auch, dass die Orders immer geschützt sind und die Positionen auch geschützt sind über die Stops. Also ich hoffe, das war jetzt verständlich. Wie gesagt, vielleicht mal ausprobieren auf dem Demokonto, wie das funktioniert. Die Tastenkombinationen, die Sie verwenden müssen, um die If-Dann-Orders zu verbinden, geht man hier auf die Order, klickt auf diese Order, klickt auf die nächste Order, drückt zuerst auf die Alt-Taste drücken, dann diese Order und damit ist eine If-Dann-Order dann drinnen. Beziehungsweise OCO nochmal ist die Control. Die Kontrolltaste, mit dem Sie diese beiden Orders verknüpfen, beziehungsweise Control und Alt, sind dann die ORO-Orders, wo man dann die Ordergröße reduzieren kann. Sehr hilfreiches Feature und schützt vor Verlusten. Okay. Nun. Gibt es aber noch etwas, vielleicht, was man auch noch sehr hilfreich überhaupt in Bezug auf Limit Orders machen kann. Und zwar geht das auch in die Richtung Stop Orders. Und zwar ist das Order-Verknüpfungen mit Price Alerts. Das ist auch ein relativ hilfreiches Feature, wo man mehr oder weniger diese, und eigentlich sind diese, gibt es zwar die Stop-Limit-Orders, aber genau die Frage auch, die vorher gekommen ist, wo genau wird dann die Order hingesetzt, oder? Wo sieht man die Order, beziehungsweise wo liegt sie dann, die Order? Und da kann man sich relativ schnell vertun mit dem plus 20, minus 20, wie auch immer. Wir löschen jetzt den mal hier raus. Und für mich, ich würde gern in diesen Trade, in diesen Markt einsteigen, wenn der Markt hier über dieses relative Hoch hinausgeht.
da warte ich drauf, das ist für mich eine Marke. Oder sagen wir, ich möchte gern Short in den Markt einsteigen, macht sicher Sinn, wenn der Markt hier runterkommt. Das ist hier besser. Wir haben hier zwei relative Lows. Wenn der Markt hier runterkommen sollte, hat man sicher eine starke Marke gerissen, wo man dann wirklich Bewegung nach unten erwarten kann. Das heißt, ich möchte aber dennoch, wenn der Markt hierher kommt, sollte der Markt hier runterkommen, möchte ich dennoch einen besseren Preis haben. Also ich warte auf einen Rückzieher und dass er dann in diese Richtung runtergeht. Das wäre so mein Idealszenario. So, wie können wir das machen? Und zwar, damit man es wirklich genau sieht, auch wo die Order liegt, ich lege mir hier einen Preisalert her. So, jetzt habe ich hier einen Preisalert liegen und kann mir aufgrund dessen jetzt hier eine Limit Order, eine Sell Limit Order reinlegen, ja, genau. So. Und damit und auch diese beiden miteinander verknüpfen. Das heißt, ich kann den Price Alert mit dieser Proposal Order, mit dieser Vorschlagsorder verknüpfen. Ich muss die aber nicht bestätigen. Das heißt, was mir jetzt passiert, ist das, wenn der Markt hier runterzieht und diesen Price Alert hier nimmt, dann wird mir automatisch diese Order aktiviert und zum Broker geschickt. Das heißt, der Markt kommt runter. Durch die If-Dann-Verbindung wird diese Limit-Order, diese Sell-Limit-Order in den Markt gestellt und wartet darauf, ausgeführt zu werden. Das heißt, wenn der Markt jetzt von hier aus hier zurück rauf geht, dann habe ich einen besseren Preis und wenn er dann hier dann runter geht, dann bin ich mit einem guten Preis dabei. Nochmal zur Frage, welche Tastenkombinationen. Ich zeige es nochmal her. Das heißt, die Alt-Taste, Klick, Klick, hat eine If-Dann-Funktionalität. Eine Control, Klick, Klick, hat eine OCO-Funktionalität. Und ich kann natürlich auch, wenn es Sinn macht, eine Order auch über den Preis Alert dann auch mit OCO verknüpfen. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Stop-Order habe, macht das auch Sinn, dass ich sage, eigentlich möchte ich eine Stop-Order nur zu dem Zeitpunkt, mehr Sinn macht natürlich mit der Limit-Order, aber eine Stop-Order nur zu dem Zeitpunkt triggern, wenn ein bestimmter Preis erreicht wird. Das heißt, es könnte zum Beispiel so ausschauen, dass ich lassen Sie mich nachdenken, was macht mit der Stop-Order am meisten Sinn? Eine Sell-Stop. Wenn der Preis, ich möchte zum Beispiel eine Stop-Order erst dann in den Markt schicken, wenn wirklich ein bestimmter Preis gerissen wird. Zum Beispiel, ich lege hier einen Preis-Alert hinein. Leg hier eine Sell-Stop-Order hinein. Und verbinde die wieder mit Alt, Klick, Klick. Das heißt, jetzt würde diese Order, diese Stop-Order, Sell-Stop-Order erst dann in den Markt gelegt werden, wenn dieser Preislevel erreicht worden ist. Mag vielleicht auch Sinn machen, in bestimmten Fällen ist möglich, dass man so machen kann. Es macht aber mehr Sinn mit den Limits Orders, dass man sagt, ich habe irgendeinen Preislevel und ich möchte dann günstiger rein. Das heißt, Alt, Klick, Klick, Control, Klick, Klick ist dann die OCO und eine Control, Alt, Klick, Klick ist eine One Reduces the Other. Geht hier nicht. Kann man natürlich mit Preislevels nicht machen, aber mit Orders kann man das machen. Das heißt, dass ich dann Ctrl Alt gleichzeitig drücke und die beiden Orders dann anklicke und dann habe ich eine One Reduces the Other drinnen. Ist alles nachlesbar auch in unserer Wiki, beziehungsweise das Video wird ja hochgestellt und Sie können, sobald es hochgestellt ist, dann auch anschauen im Video.
Gut, okay. So, jetzt noch zum Punkt Ordervorlagen möchte ich auch noch mal kurz herzeigen. Jetzt macht es natürlich Sinn, solche Ausbruchsszenarien, zwar das wäre jetzt der nächste Punkt, Ordervorlagen. Was bedeutet das? Ich gebe mir hier zum Beispiel eine Stop-Order ein. Ich habe hier eine Sell-Stop-Order und ich habe hier ein Target. So, ich verknüpfe die oder ich habe vielleicht hier genau das, was wir vorhin auch gemacht haben. Ich arbeite immer mit zwei Targets. So, und ich habe hier zwei Limits drinnen. Sell-Limit. So, gut. Nun, ist das, verknüpfe ich die wieder miteinander? If dann, das heißt Alt-Taste, Klick, Klick, Alt-Taste, Klick, Klick, Alt-Taste, Klick, Klick. Damit haben wir die ganzen If-Dann-Verknüpfungen. Jetzt möchte ich meine One Reduces the Other eingeben. Hier Klick, Control, Alt-Taste gedrückt und hier Klick. Das heißt, hier ist dann ist gewährleistet, dass wenn der Markt hier aufkommt, hier nur eine Position oder eine, die Order Size um eines reduziert wird. Und dann habe ich hier nochmal diese OCO Order drinnen. Und das ist zum Beispiel ein Szenario, das ich möchte ich öfter in ähnlicher Art und Weise handeln. Jetzt haben Sie gesehen, das macht, kostet natürlich auch Zeit, so etwas einzugeben. Und um das nicht jedes Mal eingeben zu müssen, können Sie sich das abspeichern? Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, uns über dieses Icon, über diesen Cart hier, Einkaufswagen, Create Template from Chart. Das heißt, er liest sich jetzt diese Order-Information, die wir jetzt eingegeben haben, aus. Und ich kann jetzt hier eingeben, so Ausbruch oder ja, Ausbruch. Long. So, und ich speichere mir das ab. Und da kann ich natürlich verschiedene Szenarien. Ich kann mir das gleiche auch in die Short-Richtung herbauen und kann das mir als Ausbruch Short zum Beispiel definieren oder andere komplexe Order-Strategien oder Order-Konstrukte hier aufbauen und die abspeichern. Sobald ich das hier abgespeichert habe, ist genau dieser Ausbruch Long hier mit drinnen abgespeichert. So, würde ich jetzt auf einen anderen Markt gehen, schauen wir uns mal was an. Und ich sage, okay, hier würde es auch Sinn machen für mich, das gleiche Szenario zu handeln. Dann gehe ich hierher, wähle mir das aus und es wird mir der gleiche Konstrukt in den Markt gestellt. Und zwar angepasst auf den Preis. Das heißt, wir hatten ja hier im FGBL sind wir auf 173,91 ungefähr. Im FSMI befinden wir uns aber auf 10.679. Wie Sie aber sehen, die Relationen, die Distanzen zwischen den Orders sind, egal auf welchen Preis, relativ gesehen immer gleich. Das heißt, das haben wir so angepasst, dass egal welcher Preis ist, dann können Sie auch zum Beispiel auf einem 6E handeln. Wenn wir hierher gehen, schauen wir, was wir hier kriegen. Da sind wir unten auf einem Euro 20 im Moment. Wenn ich hier den Ausbruch Long auswähle, sind wir auch wieder ungefähr in derselben Relation gesehen zum Preis mit diesem Konstrukt. Und kann mir das aber dann noch anpassen in die richtige Richtung. Das heißt, ich bin natürlich hier nicht gebunden auf die verschiedenen Preise, sondern ich sage mal, grundsätzlich möchte ich diesen Konstrukt verwenden, aber ich passe ihn mir dann nach jeder Zeit an und sage, okay, jetzt passt er für mich und gehe jetzt damit dann in den Markt. Also das ist hier grundsätzlich
dann möglich, dass ich mir diesen Konstrukt als Template ablege und danach drüber handle. Hier sieht man auch, wie die, haben sich zwar die Linien ein bisschen verschoben, aber grundsätzlich passt zusammen. Wir sind hier auch mit den If-Dans richtig, wir sind hier mit der ORO richtig, wir sind hier mit der OCO oder richtig. Und was man dann noch sehen kann, ist auch das, wenn ich mir zum Beispiel eine Order anschaue im Order Manager, so sehe ich dann auch, dass es hier Order-Verbindungen gibt und ich sehe auch, in welcher Order-Gruppe das drinnen liegt. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel zum 6E verschiedene Orders drinnen liegen und ich sehe hier aber auch gleich im Order Manager, dass die auch miteinander verknüpft worden sind, damit man das auch erkennt, dass man auch gleich sieht, wenn ich hier zum Beispiel eine Order löschen würde aus dem Order Manager heraus, dass ich auch sehe, okay, hier gibt es aber auch Verbindungen zu anderen Orders und ich muss auch auf die achten. Okay. Letzter Punkt für heute. Wir haben ja gehen schon wieder auf 1,5 Stunden zu. Ordervorlagen haben wir jetzt hinter uns. Ich hoffe, das war jetzt auch dementsprechend gut erklärt. Dann letzter Punkt, Orderpads. Wo kann man Orders aufgeben? Natürlich haben wir gesehen im Chart. Über rechte Maustaste und so weiter. Das heißt, hier wirklich die diskretionären Ordermöglichkeiten, die wir haben. Die anderen sind in der Mercury ja ausgeschalten. Aber sie haben natürlich auch sie haben aber auch die Möglichkeiten, zum Beispiel Orders einerseits über den Order Manager einzugeben. Dasselbe aber auch aus dem Order Pad heraus. Das heißt, dass Sie auch hier ordern können. Es gibt hier zum Beispiel Buy Ask, Buy Sell Ask. Das heißt, hier können Sie Orders eingeben, die dann ein Buy auf dem Ask beziehungsweise ein Sell auf dem Ask ausführen sollen. Ein Buy Bid, ein Sell Bid, beziehungsweise Sie können überhaupt Orders von hier aus eingeben. Wir sind hier auf dem Eurostoxx und das ist meistens in den üblichen Plattformen so, dass man ja eigentlich ein Order Pop-up hat, wo man mehr oder weniger mühsam seine Orders jetzt wirklich eingeben muss. Wie gesagt, hier haben wir das über das Order Chart Trading ist das relativ komfortabel, aber Sie können dasselbe auch eingeben, indem Sie hier sagen, Sie möchten zum Beispiel seine Stop Order eingeben zum Preis von 3710 und das soll eine Buy Order werden. So, jetzt liegt sie drinnen. Das heißt, das kennt man auch von diversen anderen Plattformen, dass man eine Order so eingeben muss, wie gesagt, wenn man es gewohnt ist, kann man hier das so machen auch. Hier hat man aber natürlich die Möglichkeit dann aber auch zu sagen, ich möchte diese Order als Good Till Day, als Good Till Day eingeben. Also das hier kann man genau auch von hier aus eingeben, Sell, Buy Orders und auch hier die mit den verschiedenen Operations. Ich kann aber hier auch eingeben, wenn ich zum Beispiel einen Trade am Laufen habe. Wenn ich hier Flatten eingebe, dann wird mir das Ganze, die Order hier geflattend rausgenommen, beziehungsweise ich kann hier auch ein Reverse machen, wenn ich sage, ich gebe hier eine Stop-Order ein, eine Market-Order ein. So, bei Market bestätigt die, dann habe ich sofort eine Position. Wenn ich sie jetzt aus irgendeinem Grund reversen möchte, umdrehen möchte in die Short-Richtung, klicke ich hier drauf und damit habe ich sofort eine Short-Order drinnen. Das heißt, über diese Buttons hier hat man ein paar Möglichkeiten, sich das Traden ein bisschen zu beschleunigen, wenn man schon eine Position drinnen hat, beziehungsweise ein paar Möglichkeiten, um hier ein Buy Ask zum Beispiel zu machen. Drückt man drauf, dann wird hier versucht, am Ask zu kaufen, beziehungsweise am Buy Bid zu kaufen und so weiter. Das heißt, das sind so Spezialitäten, die man hier noch am Orderpad machen kann. Interessanter wird es aber, sage ich mal, über den Tom. Okay, wir hatten gerade einen Reconnect. Nur ganz kurz, Tom ist natürlich ein eigenes Thema, aber nur, dass Sie auch sehen, vielen Dank für die Rückmeldungen,
Nur DOM ist ein eigenes Thema, beziehungsweise auch QuickTrader, aber nur, dass Sie auch sehen, wie, dass es hier auch Möglichkeiten gibt, Orders einzugeben. Auf das Thema DOM QuickTrader werden wir noch speziell in einem Webinar dann eingehen, was man hier genau kann. Aber man kann auch hier heraus aus dem DOM auch handeln. Das ist ja die Preisleiter, wo man ja sieht, zu welchem Preis liegt welches Volumen drinnen und man sich natürlich hier, wenn man die Preisleitern genau versteht, auch dann auch sehr sich Vorteile im Trading auch haben kann. Aber nur um eine Buy Order einzugeben. Ich habe hier grundsätzlich den Market Balken. Ich klicke hier auf Market und ich habe hier, und man sieht hier auch, was hier passiert. Es ist entweder eine Buy oder eine Sell Spalte hier drinnen. Wenn ich auf Market hier gehe, dann wird mir eine Markt Order reingelegt im DOM. Wenn ich auf die Sell Spalte gehe, wird mir eine Sell Market Order in den Markt gelegt. Wenn ich hier auf einen bestimmten Preislevel gehe und hier in der Buy-Spalte draufklicke, wird mir eine Stop-Buy-Order in den Markt gelegt. Wie gesagt, wir sind hier im Euro-Stoxx und der Euro-Stoxx ist relativ träge und ist relativ weit auseinander mit den Ticks. Das heißt, hier sind wir auf dem Vollpreis, haben keine Hundertstel oder Zehntel-Ticks, sondern es ist am vollen Preis. Immer deswegen auch relativ weit entfernt. F-DAX würde es ein bisschen anders ausschauen. Okay, hier haben wir eine Order drinnen. Die Öffnung von früher nehmen wir den mal raus. Das heißt, hier sieht man auch mehr Bewegung im F-DAX. Wenn ich hier hier draufklicke, bekomme ich hier eine Stop-Order reingelegt. Beziehungsweise wenn ich hier auf diesen Preis klicke, bekomme ich eine Limit-Order reingelegt. Das heißt, das ist hier mit einem Klick, dann hat man auch gleich die Orders drinnen im Markt. Das heißt, links davon ist immer Buy. Auch hier unter dem Markt klicke ich hier drauf, habe ich eine Buy Limit drinnen. Klicke ich hier drauf, habe ich eine Sell Stop drinnen. Das heißt, das sind hier die Möglichkeiten aus dem DOM heraus, wie ich Orders in den Markt kriege. Und danach haben wir noch den Quick Trader. Da gehe ich wieder zurück auf den Eurostoxx. Da sieht man es ein bisschen besser, weil hier der Markt viel träger ist als der F-DAX. Ich habe hier wieder mehr oder weniger das gleiche Verhalten als im DOM. Wenn ich hier auf diesen Button drücke, auf den Quick Trader, geht hier mehr oder weniger diese beiden Linien mit den jeweiligen Volumina auf den unterschiedlichen Preisleveln. Die sieht man hier sofort. Und hier wiederum dasselbe. Klicke ich hier über den Preis auf den grünen Balken, habe ich hier eine Stop Buy Order drinnen. Klicke ich hier zu diesem Preis auf den roten Balken, habe ich eine Sell Limit Order drinnen. Und dasselbe Spiel auch darunter. Das ist Buy Limit und Sell Stop. Und hier kann man relativ schnell aufgrund des Volumens und so weiter Kaufentscheidungen treffen aus diesem Quick-Trader heraus. Das ist mehr oder weniger die Antwort auf den sogenannten statischen DOM, wo man halt hier im dynamischen DOM das Problem hat, dass die Preise relativ schnell in volatilen Zeiten sehr schnell auf und ablaufen. Und wenn ich hier im DOM auf einen bestimmten Preis eine Order setzen möchte, könnte sein, dass die Preise schon sehr stark volatil sind hier und ich nie den richtigen Preis erwische. Und das ist aber im Quick Trader gewährleistet, weil hier arbeitet der Markt, die Preislevels bleiben ziemlich lange immer dieselben und ich kann mich genau auf einem Preislevel positionieren, egal was der Markt hier unten treibt. Hier würde sich immer die ganze Preisleiter verschieben und es ist oft relativ mühsam, dann den richtigen Preis zu finden, wo ich rein möchte. Aber wie gesagt, um dieses Thema Quick Trader, DOM wird es mal ein eigenes, Times and Sales wird es mal ein eigenes Webinar geben, beziehungsweise wird ein Teilwebinar werden, wo wir diese Tools dann im Detail durchbesprechen. Gut, dann bin ich für heute mit meinen Ausführungen am Ende. Ja.
TradingPad, Order Manager. Das vielleicht auch noch, ja, das habe ich schon gezeigt. Hier oben kann man natürlich auch Orders eingeben. Ja, ist zwar drinnen, ist aber sehr mühsam, weil ich muss mir hier das Instrument auswählen zuerst oder hier eingeben, wenn ich eine Order eingeben möchte. Wir haben es eingebaut, aber ich glaube, die meisten Leute werden sich auf dieses Chart Trading hier konzentrieren, weil es ja viel einfacher ist. Aber zu Vollständigkeitshalber haben wir auch im Order Manager bzw. auch im Trading Pad die Möglichkeiten hier Orders auch einzugeben. Okay. Zur Frage Unterschied Daten für Teletrader versus der Bahn. Teletrader ist im Moment auf on hold sowieso. Die bestehenden Kunden haben noch nach wie vor Zugang zu Teletrader, hat aber nichts damit zu tun, dass es irgendwelche Unstimmigkeiten oder sonst irgendwas gibt, sondern Teletrader ist ganz einfach am Remodeling und da wird es, ist mir gesagt worden, wollen Sie im Moment von Drittplattformen keine neuen User annehmen, solange sie nicht ihr neues Konzept mehr oder weniger implementiert haben. Das dauert anscheinend noch ein bisschen und deswegen haben wir mit Teletrader im Moment mal, werden keine neuen Kunden angenommen. Nur um das mal auch kurz gesagt zu haben, aber nach der Frage Teletrader, Taiban, der größte Unterschied zwischen Teletrader und Taiban ist, dass Taiban unbegrenzte Möglichkeiten hat im Laden von Symbolen. Das heißt, es gibt keine Einschränkungen. Und wenn Sie 1000 oder 1500 oder 2000 oder 3000 Symbole in den China Trader laden möchten, so ist das möglich. Der China Trader erlaubt es ja, vorausgesetzt die Maschine, der Computer verträgt es vom Speicher her. Aber das ist eigentlich der größte Unterschied zwischen Teletrader und Taiban, dass hier Taiban wirklich einen sehr freigebigen Umgang mit der Begrenzung von Daten hat, nämlich sie haben keine Begrenzung. Anzahl Symbole. Bei Teletrader gibt es die Pakete, wo man sich 500.000, 5.000 und unbegrenzt dann aufzahlen muss. Sonst, sage ich mal, sind beide Datenfeeds sehr gut. Wir hören keine Klagen. Taiban hat ja vor kurzem jetzt auch, das haben wir auch .NET API implementiert. Das heißt, es geht nicht mehr die Taiban Plattform auf, sondern es wird wirklich nur mehr über das API direkt verbunden auf die Taiban Systeme. Und dort muss nicht mehr das zusätzlich die Taiban Schnittstelle, also die Taiban Plattform mitlaufen. Ich bin hier noch auf der alten Schnittstelle und zwar aus dem Grund, weil unsere anderen Test-Accounts auf der .NET-Schnittstelle im Moment ausgelastet sind und das das einzige freie war, das ich mir genommen habe. Auch von der, soll ich sagen, Taiban, es gibt sonst, also grundsätzlich kann ich Taiban von dem her empfehlen, weil wirklich sehr viele User drauf sind, weil das eben genau so zum China-Trader passt, weil man hier wirklich so viele Werte laden kann und keine Restriktionen hat. Aber in der Datenqualität oder sonst irgendwas könnt ihr jetzt nicht irgendwelche Unterschiede oder sonst irgendwas feststellen. So. Infos zu Optionen von Taiban. Da warte ich jetzt noch auf die letzte Antwort auch von Taiban. Sollte in Zukunft auch möglich sein, auch die US-Optionen zu handeln. Da warte ich jetzt noch auf die letzte Message, wie das dann wirklich, wann das wirklich funktioniert. Da gibt es noch einige Neuigkeiten dann, die wir announcen werden im Zusammenhang mit Taiban, auch im Futures-Handel. Da wird es einige Erleichterungen geben und einige Vergünstigungen geben in Zukunft auch für China-Trader-User im Zusammenhang mit Taiban. Aber da sind wir noch in den letzten Gesprächen, da warte ich noch auf die letzte Antwort von Taiwan. Aber sobald wir das wissen, werden wir das auch dann auch announcen. Upgrade-Optionen für China-Trader.
wir sind dabei. Wir müssen schauen, wir sind gerade in der Planung der nächsten Schritte. Es wurden einige Schritte umgebaut, eingebaut. Das heißt, in der nächsten Version wird mit Sicherheit für Optionen der Combo Trader drinnen sein. Das heißt, dass man, den es auch in der TWS gibt und das gerade ist, das auch wieder für die Cap Trader Kunden sehr, sehr interessant. Interactive Brokers hat ja diesen Combo Trader eingebaut, wo nicht jede Optionsorder physisch rübergeschickt wird, sondern wo man mehr oder weniger mit synthetischen Orders arbeiten kann, synthetischen Optionsorders. Sehr spannend, weil dadurch spart man sich sehr viel an Margin. Und das war eine Riesenherausforderung. Das heißt, wir haben das aber für wichtig erkannt oder gesehen, dass das auch mit den ganzen, soll ich sagen, Diskussionen, die es im Moment auch gibt in Deutschland draußen mit der Besteuerung und so weiter, hier natürlich in diese Richtung auch seine Vorteile hat. Deswegen haben wir jetzt den Combo Trader vorgezogen und der hat uns aber länger beschäftigt, als wir gedacht haben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in der 280 den Combo Trader drinnen haben. Und für die Optionen dann die grafische Abbildung der Strategien und so weiter, die werden wir dann in der 290er reingeben, um nicht zu lange die 280er hintanstehen zu lassen, weil wir mit der 280er gerne rausgehen möchten. Das heißt, hier nächster Schritt, Combo Trader, und in der TWS-Beschreibung kann man nachlesen oder nachschauen, was Combo Trader bedeutet. Das ist ein relativ komplexes Stück, das hier abgebildet worden ist. Das zum Thema Optionen. Jetzt noch zur Frage vom Herrn Deg. Wie kann man beim Machina Trader einen längeren Zeitraum des Charts anzeigen lassen? Ich habe den Tageschart, sehe diesen nur bis zum 20. Oktober 2020. Tageschart haben Sie. Bei welchem Datenfeed wäre das? Wenn ich jetzt hier. Machen wir mal auf. In Taiwan gehen wir aufs Tageschart. Der 2019, aber nur aus dem Grund, weil ich hier nur 500 Kerzen eingestellt habe, gehen wir hier mal auf 50.000 Kerzen. Lässt er mal jetzt nicht zu. Ja, okay, das kann ich auch noch kurz zeigen dann. Mal hier auf 10.000. Irgendwann eine Beschränkung eingebaut. So, okay. Jetzt sehe ich es mal zurück bei Taiwan bis 1982. Das heißt hier, bei welchem Wert haben Sie diese, sehen Sie es nur zurückliegend bis zum Oktober 2020? Es könnte eines sein, dass Sie vielleicht hier eine Einstellung haben bei allen Aktien. Wie gesehen, ich habe hier zurück bis 82 hier eingestellt. Da wäre es vielleicht, würde es Sinn machen, Herr Deg, wenn Sie sich beim Support melden, weil ich jetzt nicht sehe, was Sie eingestellt haben, welche Einstellungen Sie haben. Das Board würde das dann im Detail probieren zu hinterfragen. Was sein könnte, ist, dass vielleicht unglücklicherweise Konfigurations-Escort. Was haben wir da? Chart. Maximal Visible Bar Count. Das heißt, dass hier vielleicht, ich kann es nicht sagen, etwas falsch eingestellt worden ist. Dass hier zum Beispiel nur 100 oder was auch drinnen steht, aus irgendeinem Grund. Watch, wo könnte sonst noch etwas sein? General. Nein, eigentlich nicht. Wie Sie sehen hier zum Beispiel, wenn ich hier auf Custom Parameters zurückgehe, wird es hier irgendwann mal rot bei Bars Count. Und das wäre interessant, ob das bei Ihnen, was hier bei Ihnen eingestellt, ob das hier rot geworden ist, wie Sie 5000 Kerzen eingegeben haben. Wie gesagt, hier 5000 ist überhaupt kein Problem. Haben wir auch drinnen. Wo wird es dann? 8000 schafft er nicht mehr. Was haben wir? 7000. Ich müsste jetzt nachschauen, wo da wirklich die Einschränkungen hier rauskommen. Das weiß ich jetzt im Moment nicht ganz genau.
wo wir hier die Einschränkungen hernehmen, dass wir sagen, es gibt hier eine Einschränkung der Anzahl der Candles, ob das vom Datenfeed kommt, beziehungsweise ob wir hier selbst diese Einschränkungen noch irgendwo haben. Ich schaue jetzt gerade nach, ob das vielleicht in den Märkten sein könnte. Hotkeys, Histories, History Limitations. Ah, okay. Hier wäre vielleicht auch nochmal, dass Sie raufschauen auf den History Limitations, was Sie hier eingestellt haben. Vielleicht ist hier etwas eingestellt, was Sie davon hindert, mehrere Daten zu laden. Okay. Dann bitte an den Support wenden, Herr Deeg. Ich kann Ihnen jetzt da nicht wirklich weiterhelfen, wenn Sie bitte den Support fragen würden, was hier das Problem sein könnte. Wie kann ich im Aktien-End-of-Day-Screener mir CFD-IP-Instrumentlisten filtern? Das geht leider nicht. Können wir auch nicht implementieren. Das ist leider nicht möglich. Es ist ein bisschen schwierig, mit den IP-CFDs in diese Richtung etwas zu machen, die zu mappen. Ich weiß, es gibt bei uns Anstrengungen, da etwas zu verbessern in diese Richtung. Das hat im Moment unser QA-Manager mehr oder weniger sich auch auf die Liste genommen, zu schauen, was wir hier mit den CFD-Mappings verbessern können. Aber wir können die nicht einbauen in den End-of-Day-Screener. Das geht leider nicht. Dort finden wir nicht zusammen. Gut. Dann hoffe ich, alle Fragen beantwortet zu haben. Sehe auch nichts mehr offen. Und bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich für die Ausdauer, für die vielen Fragen. Und ja, wir stellen ja das Webinar wieder hoch dann, wird bei Captrader hochgestellt, wird bei uns hochgestellt. Das heißt, Sie können alles nachlesen, nachsehen. Ich versuche auch ein bisschen eine Timeline einzubauen, dass man die interessanten Topics, die wir gehabt haben, dann wirklich sehr gezielt darauf einsteigen kann. Dann sage ich vielen Dank, schönen Abend und bis in einem Monat.